we met. I could tell by your smile. Hi, willkommen im Blockhaus. Wieder mit dabei, Luna. Wie ihr sehen könnt, bin ich genesen und so halbwegs wieder mobil. Mein Arm ist gesundet und ich konnte aus der Schlinge heraus, war aber doch noch die ganze Woche ein wenig in der Mobilität sehr stark eingeschränkt. Somit habe ich das Internet weiter durchforstet, um eben mit diesen Elektroautomythen ein wenig aufzuräumen. Heute befassen wir uns mal mit dem Lithium-Ionen-Akku. Für den Lithium-Ionen-Akku gab es in diesem Jahr den Chemie-Nobelpreis. Und ich finde, der wird natürlich nur verliehen für herausragende Leistungen. Und er hat natürlich in unserer Akkutechnik sehr viel gebracht. Und zwar ist durch den Lithium-Ionen-Akku eine hohe Zellspannung möglich, also mehr Volt auf kleineren Raum kann abgespeichert werden. Durch den Lithium-Ionen-Akku haben wir keinen Memory-Effekt mehr und es ist nur noch eine geringe Selbstentladung. Ihr seht also, in sämtlichen Akkubereichen hat der Lithium-Ionen-Akku Einzug erhalten und nicht nur in der Elektromobilität wird also dieser Lithium-Ionen-Akku verbaut. Ich habe mal so nachgeforscht, wo denn überall dieser Lithium-Ionen-Akku drin verbaut wird und genutzt wird. Eigentlich in sämtlichen Geräten, die mittlerweile mit Akkutechnik ausgestattet sind. Und somit im Grunde genommen fahren wir alle ein klein wenig Elektroautos, wenn es darum geht, dass der Lithium-Ionen-Akku da so schädlich für die Umwelt ist. Wir haben ihn in einer Elektrozahnbürste, wir haben ihn im elektronischen Rasierer, wir haben selbstverständlich im Handy, im sogenannten Rasenmäherroboter, im Staubsaugerroboter. Wir haben ihn in diversen Werkzeugen wie Akkuschrauber, Heckenschere und Seitenschleifer. Wir haben bereits Lithium-Ionen-Akku auch in größere Maschinen verbaut, wie Gabelstapler und Radlader. Selbstverständlich findet sich der Akku auch in E-Autos wieder. Auch in sogenannten E-Zigaretten ist dieser Akku drin und auch in der Carrera-Bahn, um ein wenig Werbung zu machen, ist entsprechend diese Akkutechnik verbaut. Ein E-Bike, das fährt fast jeder mittlerweile, hat einen Akku und Laptops, das wisst ihr genauso, braucht diesen Akku ebenso. Navigationsgeräte, LED-Kerzen, die aufladbar sind, Laubbläser und jetzt kommen wir in die Medizin, in Herzschrittmachern, Hörgeräten, im Rettungswagen, in Defibrillatoren, ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen, überall dort wird jetzt der Lithium-Ionen-Akku verbaut. Und ihr seid wirklich der Meinung, man sollte damit aufhören? Der meiste Lithiumabbau findet nicht in der Atacama-Wüste statt. In der Atacama-Wüste ist es nur sehr auffällig geworden. Kobaltabbau, wie er auch eben für die Akkutechnik benötigt wird, ist nicht mit Kinderarbeit behaftet, so wie es teilweise in den Presseberichten dargestellt wird. Es ist so, dass die Kobaltminen industrialisiert sind und dort auch viele Automobilhersteller ihren Kobalt für die Rohstoffe, die sie auch anderweitig verwenden müssen, eben beziehen. Wo Kinderarbeit angeblich herrschen soll, das sind illegale Minen. Illegal. Das bedeutet, niemand will, dass da Kinder arbeiten. Das ist ein Problem und dem muss angegangen werden. Aber das hat jetzt nicht umwelttechnische Aspekte, sondern das ist eher ein wirtschaftlich-politischer Aspekt. Da muss gegen gearbeitet werden. Aber nichtsdestotrotz können wir auf diese Lithium-Ionen-Technik auf gar keinen Fall mehr verzichten. Eben aus genannten Gründen, wo überall diese Technik drin eingebaut worden ist. Und dann kommen wir zu dem Punkt, warum ihr euch alle so blockt, mit den Elektroautos ein wenig vorlieb zu nehmen oder sie zu akzeptieren als dritte oder vierte Antriebstechnik, wie auch immer ihr sie jetzt sehen möchtet. Es gibt den Fortschritt und die Entwicklung. Wir haben so viel Auslaufmodelle mittlerweile überstanden. Den Röhrenfernseher gibt es nicht mehr. Die VHS-Kassette. Die Kassette an sich ist schon mittlerweile ad acta gelegt. Schreibmaschine, es läuft fast alles nur noch über Computerprogramme. Selbst die Registrierkassen müssen demnächst laut Steuerfinanzbehörde elektronisch auslesbar sein. Die klassische Weihnachtsbaumkerze, wer sie noch hat, darf sich glücklich schätzen. Es ist eine schöne Atmosphäre, aber doch die meisten Haushalte haben doch LED-Lichterketten. Die DDR ist ein Auslaufmodell.
Wir haben das Scheibendrehwahltelefon. Das gibt es nicht mehr. Telefonzellen kaum noch zu finden. FCKW wurde auch eben aus gewissen umwelttechnischen Gründen abgeschafft und wir haben es auch überlebt. Es gibt immer noch Deodorants. Keiner muss hier stinkend durch die Gegend fahren. Die Glühbirne mit ihrem Wolframfaden ist nicht mehr vorhanden. Es ist alles auf LED-Technik umgestellt. Die Deutsche Mark, man trauert ihr vielleicht hinterher, ist ausgeglichen worden durch den ist ausgetauscht worden durch den Euro. Lametta, wie meine Mutter es jahrelang an dem Baum noch gehangen hat, aus Blei, ist in den Geschäften so nicht mehr zu finden. Und was mir persönlich wirklich, wirklich ganz schwer von Herzen geht, ist Majala-Pudding. Auch Majala-Pudding ist heute nicht mehr zu finden. Aber es wurden Alternativen entwickelt. Man kann darüber streiten, ob es ein Fortschritt ist oder ein Rückschritt. Aber es ist auf jeden Fall wie immer ein Entwicklungsschritt, den wir machen. Und von daher, niemand will euch den Verbrenner wegnehmen. Keiner möchte das. Der Zeitpunkt ist noch gar nicht da. Aber ihr könntet darüber nachdenken, aus Umweltaspekten, vielleicht doch ein Elektroauto als nächstes Fahrzeug euch anzuschaffen. Ihr habt die Wahl. Du hast die Wahl. Wie in vielen anderen Bereichen auch. Du hast definitiv die Wahl. Zwischen Hund oder Katze. Das spielt doch keine Rolle. Die einen mögen lieber iOS-Geräte, die anderen lieber Android. Jeder nimmt doch das, wo er am besten mit zurechtkommt. Sei es mit der normalen Zahnbürste oder vielleicht eine elektronische Zahnbürste. Das sei jedem selbst überlassen. Du hast die Wahl. Der eine rasiert sich nass, der andere nimmt den elektrischen Rasierer. Auch hier, du hast einfach die Wahl. Wenn du eine Frau hast, die sehr tolerant ist, dann hast du auch hier die Wahl, was du genau nehmen möchtest. Aber hier fängt es jetzt an. Denk mal drüber nach. Wovon hat man mehr Nutzen? Wovon hat auch vielleicht dein Kollege Nutzen? Umweltaspekte, Dosen oder Flaschen. Was ist denn der bessere Weg vielleicht für ein gemeinsames Miteinander? Nimm doch zum Einkaufen einen Jutebeutel mit, statt dir dort die Plastiktüte zu kaufen. Nimm den Kaffee nicht in Eile, sondern setz dich ins Café. Nimm dir 5 Minuten Zeit und genieße es. Genauso wie das Leitungswasser in Deutschland ist so sauber, wir brauchen kein stilles Wasser kaufen. Wir können es selbst zubereiten. Wir können auf erneuerbare Energien umstellen, sei es eine PV-Anlage, so wie ich es gemacht habe. Das Tempolimit, Verstand, Vernunft, müssen wir alles reglementieren. Mit 130 ist man wirklich schnell genug. Und das kannst du auch mit einem Tesla, mit einem Elektroauto oder anderen Fahrzeugtypen, aber auch mit deinem Verbrenner. Wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch, Daumen runter. Du hast die Wahl. Would you think?